Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part Let's Play Far Cry 3 am PC und auch diesmal wieder mit Webcam. Ich werde mich wieder oben so ins Bild einfügen, dass ich wieder so klein oben zu sehen bin. Das ist nicht so aufdringlich und das passt, denke ich, mal ganz gut. Oh, läuft das Spiel flüssig. Oh, ist das herrlich. Ich bin so zufrieden. Ja, im letzten Part war ich hier in dieser Höhle, die zusammengebrochen ist. Es war unglaublich spektakulär am Ende. Direkt am Ausgang stand natürlich Bug mal wieder. Und ja, dann konnte ich nicht hier irgendjemandem helfen, der da Hilfe brauchte. Aber mal gucken, was ich jetzt in diesem Part mache. Und ja. So, ich habe hier ein ganz tolles Teil auf meiner Tastatur fest. Kennt ihr sowas? Das gab es irgendwo beim Lidl an der Kasse. Das kann man sich dann hier irgendwo festsaugnapfen. Da hält es nicht. Doch, es hat mal an meinem Daumen gehalten. So. Scheiße. Es hat eigentlich, ich habe so einen riesen Daumennagel, ja, da hat das mal dran gehalten. Ach, es hält nicht mehr. Egal, der kleine Fratzi hier, der sitzt auf meiner Tastatur und freut sich ein Ast. Und eben war er im Weg. So, da ist er wieder. Fähigkeiten, da wollte ich doch mal einen Punkt verteilen, weil ich habe ja wieder zwei Punkte. Erklimmen, Kante aus, aha. Aus der Hufte. Bessere Treffsicherheit ist immer gut. Schießen, während du in einer Stall. Das mit der Rutsche, das mache ich doch nie. So, was haben wir hier noch? Wenn du keine Medizin hast, halte Q und. Das ist natürlich. Aber ich habe eigentlich immer Medizin, oder? Den Stift aus der Granate und stoß ihn weg. 5. Oh. Achso, das sind dann diese Nahkampfkills hier, ne? Ist du im Fahrzeug. Hier, mit einer ausreichenden Fahrtechnik erleidest du dem. Was? Erleidet dein Fahrzeug 50% weniger Schaden. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache für mich, weil ich fahre ja wie der letzte Henker. schneller die Waffe wechseln. Schwimmen schneller. Du plünderst automatisch. Ach, das ist ja auch so nervig alles. Was nehme ich? Habe ich das hier schon? Tattoo ansehen. Ah, gut. Du setzt offene Visiere mit. Weiß ich nicht. Und kannst schneller die Waffe wechseln. Ich mach mal das hier. Das andere kommt ja auch noch alles früher oder später. Und ja, siehst du, noch ein bisschen Medizin hier machen. Oh, ich habe nur noch ein grünes Blatt. Vielleicht mal wieder ein paar grüne Blätter einsammeln. Und die Tattoos mal anschauen. Und dann wurde mir so gesagt im letzten Part von euch, das mit der Cam war ganz cool. Also öfters machen. Und außerdem mehr Far Cry Let's Plays. Ist klar, ja, das versuche ich natürlich. Jetzt mache ich hier vielleicht wieder zwei Parts am Stück und dann kriegt ihr die so in ein paar Tagen alle zusammen. Und ansonsten, ich soll mehr Außenposten einnehmen. Oh, da hinten sind sie. Oder kann ich da einem helfen? Oh, hinter mir ist was. Hier, zwei mit einem Schuss. Da, schon wieder ein Fähigkeitspunkt erhalten. Haben wir da auch noch was? Nee. Was war das denn jetzt gerade? Nein, hier war ich falsch. Fähigkeiten, zack. Dann kann ich jetzt den einen da machen. Achso, wenn ich eine Kante hoch. Aha. Was wollte ich denn hier noch? Das mit dem Auto wollte ich doch haben. Da, hier, Auto weniger Schaden. Schönes Tattoo hier. Ein Tattoo nach dem anderen. Das eine grüne Blatt werde ich mir mal holen. Wo ist das denn jetzt hier? Muss hier mal runterrutschen. Oh. Wo ist denn das? Ist das. Nee. Hier ist es. Nee. Nicht so da runter. Oh, da geht die Musik auch schon wieder los. Und da kommt irgendwo ein Gegner. Hier ein grünes. Grünes. Gut, wo war da ein Gegner? Irgendwo hat bestimmt einer gesehen. Da. Oh, noch einer. Ha! Stehen die Karren alle rum. Und da kommt der nächste. Und explodiert er? Wo ist er?
Ah! Herrlich. Herrlich. Oh, wie viel kommen denn hier noch? Ich habe keine Mission, aber hier sind überall Gegner. Ich bin in einem Feindesgebiet. Doppeln, 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 doppeln. Aus. Doppeln. Oh. Da noch einer. So ein bisschen Munition hier aufnehmen. Ey, wenn jetzt noch einer kommt, ne? So, wo muss ich denn, wo kann ich denn hin? Und ich finde das voll aufwendig mit diesem... mit diesen Spezialtiere da suchen, damit ich... Alter, was ist denn hier los? War ich da schon? Damit ich diese Sachen da frei weiterbauen kann. Wo müsste ich denn jetzt hin? Jetzt müsste ich hier oben hin, zum Bug. Oh Mann, ey, was ist denn hier los? Habe ich die schon gemacht? Sehe ich denn, wo, ob ich diese Sachen schon gemacht habe oder nicht? Nicht? Da. Hier in der Nähe ist eine Mission. Hm. Habe ich das schon gemacht oder nicht? Und wo sehe ich jetzt nochmal einen Außenposten? Wo dran? Oh, was ist das hier? Hier die Tankstelle. Oh, das ist doch hier ganz rotes Gebiet. Da fahre ich. Da gehe ich jetzt mal hin. Wo sind denn hier Außenposten? Das frage ich mich gerade. Das ist ein Funkturm. Die muss ich, denke ich, mal so finden, oder was? Ey, krass. Ach so, hier ist ein Dorf, ne? So, Autos habe ich ja jetzt. Dann fahre ich jetzt erstmal zu diesem Missionsgedöns dahin. Weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier oben lang fahre. Hm. Mach ich einfach mal. Und jetzt kann mir ja nichts mehr passieren im Auto, ne? Ist ja alles jetzt easy. Oh, nee, nee, nee. Oder? Doch, komm ich da hin? War das jetzt nicht der schlauste Weg? Die Musik herrlich. Okay, also hier rum. Wieder hoch. Und hoffen, dass ich auf diesem Pfad dieser Straße was finde. Ist da ein Dorf? Ist das ein Außenposten? Whoop. Oh oh. War vielleicht nicht hier. Schießen aus der Hüfte. Oh. Ach, hier war ich doch mal. Das war eine meiner ersten Missionen. Ich bin noch 300 Meter entfernt von dem Ding. Ich laufe da jetzt einfach mal hin. Ja, das Ding ist abgebrannt. Das war... Oh. Ja, komm, lasst mich in Ruhe. Ruhig. Euch lasse ich doch da hinten jetzt erstmal. Ja, hier war ich mal. In diesem Haus hatte gebrannt. Das war eine unglaublich spannende Mission. Und mal gucken. Ob ich hier... es sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich komme hier nicht hoch. Aber da vielleicht. Ja, schön. Hier sind irgendwo Tiere. Da. Glaube ich. Okay. Also, ich muss mal wieder einen Berg erklimmen. Noch 260 Meter. Oh, hallo. Papagei. Ist hier sonst vielleicht irgendwas in der Nähe? Mal gucken, was sind das hier? Wildschweine. Hat er mich gerade... Nee, hat er mich nicht? Ja, da hinten brennt es ja auch. Da muss ich bestimmt hin. Mal gucken. Oh, dieser Wald, schön dicht alles. Das gefällt mir. Und hier ist sogar... Ne, ein Weg. Ich dachte schon. Ja, da hinten muss ich vielleicht erstmal was einnehmen. Da hoffe ich auf ein wenig Action. Vor allem, wenn jetzt schon diese Musik kommt. Oh ja. Oh ja, da habt ihr euren Posten, den ich ein... Oh, hier kann was explodieren. Ich geh mal weiter hier hoch. Also ich... Ob ich es mal schaffe, ohne dass die mich entdecken? Das wird hier extrem schwer. Man könnte ja sagen, komm, ich hole mir jetzt das MG. Ich hole mir das MG. Das ist jetzt mein Ziel. Und baller von da oben alle ab. Komme ich hier hinten irgendwo rein?
Na, der guckt mich nämlich komplett in die andere Richtung. So, ich hatte doch irgendwas mit Schalldämpfer erstmal, ja? Gut. Ah, siehst du, hier komme ich nämlich rein. Jetzt sind wir ein Schwein hier. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Pass auf, ich schaff's sowieso nicht. Und da kommt auch noch ein Auto an. Und eigentlich müsste ich den Alarm erst deaktivieren. Da ist er, der Alarm. Ich könnte den Alarm deaktivieren. Ich glaube, der ist dann... Wie war das? Ist der dann überall deaktiviert? Oh, das wäre jetzt so episch. Wie er mich nicht sieht. So, MG einnehmen. Leck mich fett. Sehr geil. Oh, runter hier. Scheiße. Boah, das wäre es beinahe gewesen. Aha, der Alarm geht nämlich nicht mehr. Rums. Ah, das war's schon. Sehr schön eingenommen, oder? Ja, nur schleichen, das wird einfach nicht. Ich bin einfach kein Schleicher. Bin kein Schleicher. Ah, da kommen schon die Kollegen an. Hier habe ich das Häuschen. Dann hier nochmal ein bisschen hier so einen Schatz nehmen. Oh, 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 ein Ruckler. Wir werden dafür sorgen, dass er in der Razzia dran bleibt. Ja. Dann sorgt bitte dafür. So, dann haben wir hier drin wahrscheinlich noch irgendwo was. Dafür bin ich gemacht. Da. Blind wie ein Fisch. Aber egal. So, hier alles verkaufen. Schnellverkauf. Ja, mein Portemonnaie müsste ich ja eigentlich mal vergrößern, ne? Hi. Das Portemonnaie vergrößern. Was brauche ich dafür? Munition brauche ich nicht. Ich bin bewaffnet. Das schaffe ich schon. Ich kann ja nur 6000 Münzen nehmen. Das ist voll wenig. Und eigentlich wollte ich doch diese Mission hier machen. Wo ist sie denn? Wir haben den Außenposten. Aber es... Was ist das? Ein unsterblicher Bär. Oh! Ich glaube, das brauchte ich für irgendwas. Arbeit. Schau auf die Aushangtafel. Aber eigentlich wollte ich ja hier woanders hin. Wo ist denn dieses Ding? Ist das der Posten? Das ist der Posten, den ich doch einnehmen wollte hier, ne? Nee, da oben wollte ich hin. Da wollte ich hin. Oder was? Nee, das ist ein Außenposten. Ich bin ein Held. Ich habe das vertauscht mit diesem Rakyat-Prüfung. Das ist ein Außenposten, das rote. Rote Fähnchen. Meine Güte. So, jetzt mache ich erstmal diesen Bär. Vielleicht ist das ja eine von den Sachen, die ich brauche, um meine Ausrüstung zu verbessern. Wo muss ich jetzt dann hin? Dahin. 130 Meter. Und dann auch noch bergauf, na super. Ole, 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 ole. Komme ich da überhaupt hoch? Oh je, nee, nee, so nicht. Ja, so. Wie gucke ich denn eigentlich? Gucke ich noch gut? So. Dann mache ich das jetzt noch und dann ist der Part, denke ich mal, auch zu Ende. So 20 Minuten, schätze ich mal. Man weiß es nicht. So, hier den Bogen aussuchen und die Shotgun nehmen. So, ich soll jetzt erreichen den angenehmen Ort und rüste dich aus. Jage den seltenen unsterblichen Bär mit einer Schrotflinte. Wenn er unsterblich ist, wieso kann ich ihn dann töten? Das ist die große Frage. Aber wir sollten das nicht zu sehr hinterfragen hier alles. Einfach machen. Ist hier Blut? Oh mein Gott. Der unsterbliche Bär, er war schon hier. Oder Geld. Ja. Nehmen. $23. So, ich bin dann auch gleich... Ja, der wird doch hier in der Höhle sein, oder? Eieieiei. Oh, oh. Da ist er. Nein!
Ich muss nachladen. Hier drum konnte er mich nicht kriegen. Sehr schön. So, jetzt nehmen wir das Viech aus. Und einpacken. So, ist hier sonst noch was in der Halle? Oh, ein paar Leute. Leeres Feuerzeug. Dann nehme ich es nicht mit, wenn es leer ist. Geld. Ja, plünder nicht möglich. Brieftasche voll. Komm ich hier hinten raus? Hier wird doch geschossen. Ist hier. Kein guter Schütze, was? Warte mal. Ich blick hier nicht durch. Hier war Ende. Okay, also raus hier. Kein guter Schütze. Wo? Ich komme. Ah, das sind noch meine Jungs. Hey du, ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ja. Mein Freund. Hier waren noch Leute oder was? Wie, du brauchst Hilfe? Familie, gut. Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund. Oink. Oink. Hier war noch irgendwo eins. Oink. Überall Schweine. Oh, da falle ich auch gleich runter, ne? Ja, gut, dann gucke ich jetzt mal gerade nach. Oh, krass, wie weit das hier runter geht. Also, dann gucke ich jetzt mal gerade nach. Herstellung. Hm. Brieftaschen. Das Menü ist halt so verzwickt. Fell des Einhorns. Guck mal, ich kann das machen. Ich weiß zwar nicht, wann ich das Einhorn gemacht habe. Das heißt, ich kann jetzt 10.000 Münzen nehmen. Sau geil. Kann ich denn vielleicht auch noch? Das heißt, das habe ich komplett durch, das Ding, oder was? Da ist dann immer hier was Cooles dran. Sehr geil. Beuterucksack. Was brauche ich denn da? Da! Fell des unsterblichen Bären. Dieser riesige Rucksack bietet Platz für bis zu 96 erbeutete Gegenstände. Also, das hat sich gelohnt, gerade das zu machen. Spritzentasche. Starke Spritzentasche. Da brauche ich Leopardenfelle für. Habe ich auch. Zack. Damit ich den ganzen Krempel auch mal los aus meinem Beuterucksack. Guckt euch das an hier. Alles jetzt verbessert. Alles verfügbar. Spritzentasche. Da kann man noch eine machen. Oder was ist das hier? Fell des schwarzen Panthers. Zutat, die bei einer Pfad des Jägersaufgabe gefunden wurde. Muss ich also noch eine machen? Hier geht's. Achso, das waren andere Sachen, ne? Waffengurt. Sprengstoff. Ja, Munitionsbeutel. Das ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Büffel bräuchte ich dafür. Noch einen Büffel. Oh, ich glaube, das habe ich weggeschmissen neulich. Scheiße, sowas vergisst man dann. Hirsch. Büffel. Ziege. Hatte ich das hier schon? Hunde. Habe ich eigentlich immer. Hirsch, Ziege, Hunde, Büffel. Ha! Toll, und hier sind nur Schweine. wo bin ich denn? Ich könnte jetzt das Ding hier noch einnehmen. Oh, das machen wir in der nächsten. Im nächsten Video sage ich euch jetzt schon mal an, renne ich in diese Richtung hier und werde das Ding hier einnehmen, die Rakyat-Prüfung machen. Und die Pistolenherausforderung habe ich, glaube ich, schon. Keine Ahnung, mal gucken. Poker. Poker Face. Woher weiß ich, ob ich die schon gemacht habe? Warum kann man die nicht schon anwählen und gucken? Habe ich die schon gemacht? Ah. Was ist das hier? Karte. Prüfung der Rakyat. Töte so viele Gegner wie möglich mit der verfügbaren Waffen. Verstecken. Ah, jetzt sehe ich es ja auch. Da unten steht ja, das habe ich noch nicht gemacht. Das habe ich schon gemacht. Hier komme ich noch später hin. Jagt mich doch. Habe ich auch schon gemacht. Ah, das heißt... Ja, was heißt denn das? Besuchen. Das heißt... Habe ich die eine denn schon gemacht? Wie komme ich jetzt? Das ist doof gemacht, echt, ey. Also, die eine habe ich hier schon gemacht.
Ach, ist das doof. Wenn ich die noch nicht gefunden habe, also da sind die noch nicht in meinem Bereich. Also habe ich diese schon getan. Bei der weiß ich es nicht. Pistolenherausforderung, aber das könnte das mit den Vögeln gewesen sein. Oh, das hört sich auch komisch an, das Wort Vögeln. Ja, dann müsste ich diese Punkte hier noch einnehmen. Alles, ach so, das, jetzt raff ich dieses Spiel endlich. Wenn das hier ein roter Bereich ist, dann ist da noch ein... Also, nächstes Video, weil ich es jetzt endlich gerafft habe. Früher war hier immer alles rot und ich habe eigentlich nicht gerafft, warum diese Karte komplett rot ist. Das heißt, im nächsten Video nehme ich diese gottverdammten Punkte hier alle ein. Alle. Mal schauen. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber da kommt man ja, da kommt man nicht relativ schnell hin. Aber das nehme ich mir jetzt erstmal vor. Also, bis dann erstmal. Ich habe mal wieder was verstanden, weil ich selber erstmal nichts gerafft habe. Okay, ja, dann bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und den nächsten Mal jetzt direkt anschließend auch wieder mit Cam und alles. Bipapo, ne? Und dann gibt es den Daumen hoch hier unten, einmal unter das Video klicken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Basti.